Hallo zusammen und willkommen zurück zu Stellaris. Und letzte Folge haben wir ja mehr oder weniger im Cliffhanger verlassen. Wir hatten ein, zwei Sachen, die ganz interessant waren. Lass mal hier kurz gucken. Er baut die Bergbaustation sehr gut. Jetzt haben wir ein Einflussproblem. Hatten wir am Anfang weniger. Haben wir jetzt aber schon. Aber unsere Fraktion gibt uns auch fast 0,5 weniger Einfluss, als wir es gerne hätten. Wir unterdrücken, wie sich das gehört, und fördern. Wir fördern nicht, wir können nicht fördern, aber wir unterdrücken. Und zwar, oh je, die Free Thought Foundation, die sollten wir vielleicht tatsächlich unterdrücken. Da ist die Zustimmung auch nur 30%. Und das sind so viele Mitglieder, das wird ein Problem. Die Xeno Equality, die sind besser und da haben wir auch, ja, da haben wir halt, ja, das mit dem neuen Kontakt, das werden wir nicht immer haben. Das haben wir jetzt halt, aber das werden wir nicht immer haben, aber okay. Und die, ja, keine Säuberung, keine speziesweite Versklavung. Ja. Was? Es nicht zu schaffen, die Versklavung einer ganzen Spezies aufzuhalten. Achso. Ja, wir wollen ja keine ganze Spezies versklaven. Wir wollen ja vielleicht nur Teile einer Spezies versklaven. Das müssen wir uns, wollen wir die? Wollen wir die wirklich haben? Ja, ich würde eigentlich fast sagen, schon aber Threefold. Antidifferenzierung. Wenn wir Bürger unseres Reichs in einer differenzierten Wirtschaft arbeiten lassen, sorgt das für Missfallen. Bewegungsfreiheit. Ja, so, und die Jungs hier. Die müssen wir unterdrücken, weil es so viele Mitglieder hat. Na, wo sind wir? Ja, die müssen wir wirklich unterdrücken. Und, aber wen haben wir denn unterdrückt? Die haben wir, glaube ich, unterdrückt. Gell? Da stoppen wir mal die Unterdrückung. Ja. Genau. Und gehen dann auch auf die... auf die Xenophilen hier. Ja, also ich glaube, wir haben uns entschieden für die Xeno Equality Lobby. Ja, das machen wir. Wir werden auch keine ganzen Spezies komplett säubern und so. Das finde ich für uns jetzt, gerade für uns Blödsinn, wo wir uns jetzt entschieden haben, dass wir uns nicht fortpflanzen können. Ja, da brauchen wir ja ein bisschen Action. Gehen wir kurz auf die Forschungsschiffe hier unten. Gucken wir mal. Na gut, und da sind die Jungs. Also wir werden das Wagenrad hier wieder nicht bekommen und Rana können wir uns wahrscheinlich abschminken schon. Na ja gut. Die ISS-Druckel, die kommt nicht weit, aber wir werden hier unser Ding starten. Workbow-Station, okay. Gut, und hier Azaleh und Firam, die werden wir uns noch holen, aber erst werden wir auf Haneridis bauen. Wir müssen ein bisschen echt aufpassen da oben mit unserem... ja. Ah ne, er wird hier forschen. Er forscht die Trümmer. Okay, gut, haben wir jetzt für den Druckel. Gut, der wird sich dann schon mal hier bereit machen und darüber fliegen. Okay, Leute. Dann jetzt die Baugeschwindigkeit der Corvette und die Baukosten erniedrigt. Sehr gut. Wir können dasselbe für die Zerstörer machen. Ich fände es jetzt auch gar nicht mal so unverkehrt, das zu machen. Oder wir nehmen einfach den Nachbrenner, dann haben wir plus 5% Unterlichtgeschwindigkeit. Das sind alles wichtige Sachen. Oder wir machen den Ingenieur. Wir machen tatsächlich nochmal die Forschung und hoffen, dass der Krieg nicht gleich ausbrechen wird. Oh je. Niedrige von 17. Fuck. Das ist halt richtig mies. Leute, das ist richtig mies, weil sie unzufrieden sind. Weil sie gerade in dieser Free Thought Foundation sind. Das sind sie alle. Das sind die religiösen Konservativen und die freien Gedankenspropheten. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was sind wir denn? Autoritär, wir sind xenophil und militaristisch. Das ist unsere Unsere Staatsethik.
xenophil. Und wir haben Egalitarismus und Autoritas. Ich kann heute gar nicht lesen. Autoritarismus. Unterdrückt. Ne, gefördert. Okay. Und das sehen wir jetzt hier oben nicht. Das fände ich jetzt wirklich sinnvoll, wenn das da steht. Hier sehen wir es jetzt, das ist gut. Ja. Autoritarismus. Egalitarismus. Autoritarismus. Brutal, Leute. Brutal. Gucken wir mal. Fraktion fördern und unterdrücken. One Throne Group. Jetzt haben wir die One Throne Group gefördert, aber gut, es scheint ja nicht allzu viel zu bringen. Leute, das scheint ja nicht allzu viel zu bringen. Und würde ich sagen, stopp. Dann gehen wir hier unten auf die und unterdrücken. Also wir unterdrücken dann die Religiösen, wir unterdrücken Spiritualismus. Warum geht denn das jetzt hier nicht weg? Ah, okay. Genau. Egalitäre, ja Leute, guten Morgen. Und spiritualistische, okay. Die werden unterdrückt. Und die anderen werden gefördert. Jetzt hoffen wir mal, dass das dann so funktioniert. Wir gucken uns mal was anderes an. Und zwar, wo leben denn die mit dem... Zufriedenheit 20%. Oh Gott, Leute. Was seid ihr für welche? Das sind alles die Koalition der freien Gedanken. Das ist alles blöd. Da gehen wir mal hierher. Okay. Gibt es eine Entscheidung, die wir machen können? Gut, wir müssen das Kriegsrecht ausrufen hier. Dann haben wir nämlich mehr Stabilität. Weil den Spaß, den machen wir nicht nochmal mit. Hier ebenso. Und auf Ala Prime sollten wir im Prinzip auch das Kriegsrecht ausrufen. Aber gut, jetzt gucken wir mal, wie es Ende des Monats hier aussieht. Immer noch 28%. Ja, was ist so ein Kriegsrecht? Taking evasive action. Erstkontakt in Gindor Black Hole. Ah, okay, wir haben also quasi mehr Jobs für Soldaten. Dann geben wir doch. Dann geben wir denen mal den Soldatenjob. So machen wir das. Okay, Upsilon Aliens. Wir gucken hier gleich weiter. Wir gucken, okay. Mal sind Upsilon Aliens an. Das scheint auf jeden Fall okay zu sein. Nehmen wir mal den von der Verbesserung der Kreschk. Okay. So, jetzt gehen wir wieder auf unsere Ding. Ja, und nur noch auf 10% Stabilität. Jungs. Da bringt uns das alles nichts. Müssen wir nicht Leute umsiedeln. Dass wir von Arrakis. Und wir können auch nur überhaupt Assisiens umsiedeln. Dass wir vielleicht einen Bergarbeiter umsiedeln. Der dann Soldat wird. Okay. So machen wir es jetzt mal. Gut, wir sind auf 33 Stabilität hoch. Oh mein Gott. Und hier ist dasselbe. 14%, ist noch 14% hoch, habt ihr es gesehen? War Construction ganz gut. Complete. Jetzt haben wir hier für Arrakis haben wir einen Handwerker. Wo haben wir denn noch was? Tatanka Prime Büroangestellte. Ich glaube, der wird nicht funktionieren, der Büroangestellte. Ada Prime. Weil das ja ein Soldatenjob ist. Leute. Lebender Weltraumschrott?
Unser diplomatischer Gesandter Pudestal Eulen arbeitet noch immer an der Bestätigung der Hypothese, dass es sich bei der Bergbaudrohnenlaser, okay, dass es sich bei der Unregelmäßigkeit, die wir als Y-Aliens bezeichnet hatten, in Wahrheit um einen lebenden Organismus handelt. Zwar scheint er aus einem Haufen zufälligen Sternstaubs zu bestehen, doch er ist nachweislich in der Lage, sich selbst durch die Leere zu bewegen und er zeigt grundlegende Anzeichen einer unabhängigen Handlungsfähigkeit. Unsere Forscher sind ratlos angesichts dieses Phänomens und arbeiten hart daran, unsere Messwerte zu verifizieren. Okay. Stopp. Gehen wir wieder auf die Stabilität hier. Gut, Moment. Wir hatten doch bei dem anderen hier auf Haneri Prime haben wir gesagt, wir bauen Klone, gell? Hatten wir gesagt, wir bauen Klone. Jetzt würden wir hier mal noch warten mit den Klonen, wie es da aussieht. Hier Verwaltungszentrum, alles gut. Ne, wir haben hier richtig Stabilitätszeugen. Das liegt zu einem Großteil tatsächlich an der Politik. Das liegt tatsächlich an der Politik. Was haben wir hier? Spezialprojekt. Ah, okay. Das sind diese Forschungssachen. Leute, überlege gerade wirklich, wie wir das am allerbesten machen. So, was ist denn? Eine archäologische Stätte. Naja, gut. Ich würde prinzipiell sagen, wir gehen hier runter und holen uns die archäologische Stätte. Selbstverständlich, da oben graben wir aus, das ist gut. Also, okay, Leute, Moment, weiter. Captain Kopfnuss schlägt wieder zu. 14% und 17% geht halt gar nicht. Geht halt gar nicht, Leute. In 80 Monaten wächst da meine Bevölkerung. Oh. Verteidigungsarmee und Dienstleistung, bringt das was? Wenn wir jetzt auf die Kolonisten gehen, ich glaube ja auch nichts. Hier unten bringt es uns auch nichts. Untertanker Prime, Büroangestellte. Na gut. Ich hoffe, dass uns die nicht um die Ohren fliegen, die Planeten. Oh, ich hoffe so sehr. Das wäre es natürlich. Ein Überraschungsfang. Okay, wir haben Jonas Erasers haben wir davon gehört. Oh Gott. Wir haben dann Spionagemittel. Bei den Jonas Erasers, das ist natürlich gut. Sehr gut sogar. Construction complete. Was haben wir denn? Koordinationssystem. Maximale Infiltrationsstufe plus 5. Einsatz Täuschung, Einsatz Regierung plus 4. Okay, cool. Wir würden aber vielleicht mal Informationen sammeln, oder? Militärstärke wäre ebenbürtig. Gut, das ist nicht stark. Wir sind ja eigentlich... Eigentlich nicht stark. Nee, das lassen wir mal bleiben. Okay, Leute. Weltraumwolken. Ja, die Y-Aliens sind Weltraumwolken. Wir haben sie jetzt auch gar nicht angeguckt. Die verschwommene Videoübertragung hat zweifellos etwas Bedrohliches. Vielleicht gibt es Dinge im Universum, um die wir besser einen Bogen machen sollten. Gut, Anomaly found. Studium der Wolken. Permanent communications have been established with an alien empire. Gut, so. Gucken wir jetzt mal gleich weiter in den... in die Kontakte, dass wir mit denen hier vielleicht irgendwas machen könnten. Können wir da nicht
Föderation gründen muss jetzt gar nicht mal unbedingt sein. Aber gut, wir brauchen von Defensiv und so Abkommen und so weiter, brauchen wir herausgezeichnete Beziehungen. Dann nehmen wir den, wir brauchen auf jeden Fall ein paar starke Leute. Das brauchen wir. Und wie sieht es denn aus mit unseren... Ah, schaut mal, die hatten 30, jetzt haben sie noch 28. Ach, Gott sei Dank. Das muss runtergehen. Das muss runtergehen und muss sich hier oben dann verteilen. Am besten auf die Xenos. Am besten auf die Xenos. Und gucken wir mal. Die Fraktionen geben uns 0,95. Ab jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen, weil die uns ja schon 0 geben. Weniger als 0 können die uns ja nicht geben. Dann kann es hier nur noch bergauf gehen, Leute. Okay, gut. Unsere Kriegsflotte hier, die kommt. Das muss beim Einfluss meiner Meinung nach dabei stehen, dass wir da ausgeben zur Unterdrückung der Parteien, weil das ist ja, wird ja abgezogen davon. Also muss es da stehen. Okay, wir sehen das erste Mal unsere blauen Laser. Oh, invasiver Exopilz. Nach intensiven Untersuchungen und Entnahmen von Proben des Gebildes, das die ganze Biosphäre auf Tuayama 3 bedeckt, berichtet Meron den Ulto, das hört sich an wie so ein Name von Perry Roden, Serge Datefron zum Beispiel, ne? Okay. Das berichtet Meron den Ulto, dass die Substanz nicht auf dem Planeten heimisch ist, sondern eher ein invasiver Pilz unbekannter Herkunft sei. Der Pilz ernährt sich von Biomaterialien und zerstört dabei alte vorhandene Pflanzen und das umliegende Terrain. Alle künftigen Siedler des Planeten müssten sich mit routinemäßigen Gegenmaßnahmen beschäftigen, um den Exopilz zu vertreiben. Es ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, ob er vollständig ausgerottet werden kann. Oh. Beunruhigend. Ah. 2079 Sozialforschung. Wir müssen mal aufs Lager gucken. Wir haben momentan nichts. Wartet. Produziert 115. Monatlicher Zugewinn 115. Okay, beunruhigend. Recon Pass completed. Jetzt gucken wir hier. Monatlicher Zugewinn 115. Produziert 100. Was? Das müsste doch eigentlich das Doppelte sein, oder? Wir warten mal bis Ende des Monats und gucken dann nochmal, wenn wir es nicht vergessen. Okay, Freunde. Achtung, wir gucken uns mal unsere Schiffe an. Hier, dann haben wir hier einen Kreuzer. Das ist die Fregatte Dark Wanderer, genau. Moment. Guck mal. Hier sind unsere Zerstörer und das sind unsere Korvetten. Eigentlich müssten doch die Korvetten vorne sein, oder? Fleet Action underway. Oh, da kommen Raketen. Ah, man sieht gar nichts lauter. Science Division reports a new breakthrough. Vor lauter Disco-Licht. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Forschung 115. Monatlicher Zugewinn 115. Okay, vielleicht ist es auch schon drin, das kann natürlich sein. Dass die beiden Grünen hier dazu zählen. Produziert und Zugewinn. Ne, das ist bei beiden so. Bei denen ist es auch so. Ja, ja, wir gucken da gleich. Okay. Stärke 1400 sogar, Leute. Schaut euch das Ding an. Das ist sehr gut. Ah. Okay, und wie stark seid ihr? Ihr seid ganz schwach. Dann gehen wir gleich bei euch auch noch gucken. Okay. Das war der Kampf. Wir haben nichts verloren. 10 Bergbaudrohnen zerstört und so weiter. Okay, cool. Haben wir was zum Erforschen hier bekommen? Auch nichts. Ja, nee, wir warten jetzt, bis das hier erledigt ist, die Schlacht hier. Und dann gehen wir da forschen. Doch, ist sogar ein Spezialprojekt. Okay, so. Wir gehen hierher, meine Lieben. Den guten Energiesauger. Hyper Entertainment Forum. Bringt uns halt auch Einigkeit. Das haben wir auch noch nie gehabt, großartig. Also er macht aus Konsumgütern Einigkeit und Dienstleistung. Okay. Flottenkapazität. Plus 30, ja, machen wir. So, und hier oben, verbesserte Deflektoren. Ja, ist nicht schlecht. Aber wir machen tatsächlich mal den Bergbau-Laser. Hier oben minus 1, ich sehe es, passt. Gut, und hier sollten wir eigentlich keine Probleme haben bei dem Kampf. Schilde sind voll, Panzerung gut genug, also für den Kampf sowieso.
fliegen wir an Segatia A vorbei. Fleet action underway. Gut. Gut, gut. Kurze Geschichte. Okay. Freunde, da gab es jetzt auch wirklich gar nichts, aber jetzt. Da war jetzt gar nichts Anomaly großartig found. Gewesen. Erforschen wir? Na? Construction die könnten wir complete. Eigentlich, die könnten wir nicht als Puffer nutzen. Vor den Natfrankern. Gucken wir mal ganz kurz die Natfrankern an. Das könnten wir als Puffer nutzen. Das können wir mal lassen, die Jungs. Hier wissen die Natfrankern auf uns zu sprechen. Schlecht und Grenzen geschlossen. Auch unser Rivale. Ach, Spionagenetz haben wir mit denen nicht. Hier werden wir ein Problem haben. Bei der Crash Cooperative. Ich habe ja fast das Gefühl, wir werden gegen die kämpfen. Komm, Junge, mach du das. Wir hätten jetzt beim anderen die Schläferzelle eigentlich bauen sollen. Das wäre doch sinnvoll gewesen. Aber gut, das ist halt schon so geschehen. Okay, wie sieht es bei unseren Parteien aus? Xeno Equality ist auf 29. Wieder schon wieder gestiegen. Ah, ne, die wollen wir. Sorry. Und die Free Thought sind wieder. Sind auf 30 gestiegen. Leute, wir brauchen dieses Gebäude. Wie komme ich am schnellsten auf das Gebäude? Wisst ihr, was ich meine? Dass die halt an unsere Sache glauben. Wie heißt denn das Gedankenzentrum da? Nee, die Geheimagentenloge, was weiß ich was, wo die auf uns indoktriniert werden. Leute ist zu viel. Nick und Xeno Equality, das wollen wir. Und die, ich hätte sie halt ganz gern gefördert. Ich hätte sie schon ganz gern gefördert. Leute, ich hätte sie ganz gern gefördert. Was bringt uns eigentlich das Öffnen der Richtlinien für die Werte? Hinzufügen des Modifikators geöffnet, Fraktionszustimmung plus 10%, okay. Was, ja genau, Fraktion fördern. Gesinnungsattraktivität plus Xenophil plus 100%, Fraktion unterdrücken. Der Modifikator Xenophilie unterdrückt. Wird hinzugefügt. Fraktionszustimmung, minus 20%, okay. Okay. Das ist natürlich was wert. Dann stoppen wir das. Dann sind die nicht mehr. Habe ich nicht gewusst, dass die 20% weniger Fraktionszustimmung haben. Dann müssen sie ja jetzt besser drauf sein. Dann fördern wir die. Kostet uns mehr Einfluss, aber wir haben diesen Malus nicht. Leute, okay. Wir fördern jetzt die One Throne Group. Wir gucken jetzt, müssen wir einen Monat warten. Moment, da haben wir jetzt einen arbeitslosen Arbeiter. Bevölkerung. Genau, jetzt ist nämlich Zufriedenheit immerhin 50%. Okay, gut, die Unterdrückung, das sieht doch 20%. Ja klar, ich meine, eigentlich ist es logisch. Eigentlich sollte es logisch sein. So, dann bauen wir einen Industriedistrikt hierher. Und das bauen wir aber noch. Theater, aber wir haben genug Dienstleistungen und alles. Das ist nicht unser Problem. Luxusresidenzen auch nicht, brauchen wir auch nicht. Polizeiwache, würde ich jetzt sagen, auch nicht. Nein, Wirtschaftszone. Zivilindustrie ist halt ein Thema für uns. Zivilindustrie ist ein echt absolut ein Thema. Ja, und Forschung ist halt auch ein Thema für uns. Okay, go, weiter geht's. Hier auf Haneri 54. Ach, schaut's euch an. Die Stabilität hat sich erholt. Weil wir nicht mehr unterdrücken. Oh, echt.
Gut, wir haben hier keine verfügbaren Jobs. Jetzt müssen wir uns hier Gedanken machen, was für Jobs wir hier möchten. Was haben wir hier für Bevölkerung überhaupt? Da haben wir die Schnecken. Wir gucken gleich mal. Da haben wir die Schneckenbergarbeiter und die machen das schon gut. Die machen das schon gut, unsere Proleten. Wie es halt auch Knallerprolet heißt, gell? Heftig. Na gut, okay. Wirtschaftszone oder vielleicht auch eine Zivilindustrie bauen. Ich finde Zivilindustrie deswegen nicht schlecht, weil ja, man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Ja. Also auf Planeten mit den Jungs, da würde ich schon wirklich eher auf die Arbeit gehen hier. Auf, ja, komm, wir machen eine Zivilindustrie tatsächlich hin. Ja, wir haben noch eine Wohnung. Wir gucken dann mal weiter, wie wir das machen. Und da, bei denen können wir halt auch die Robotermontage dann bauen. Laufe das gut, Leute. Oh Gott. Leute. Einen Bericht der... Wir bauen Roboter, Mann. Einen Bericht der ISS Janturat-Besatzung nach war ihre Mission ein Fehlschlag. Wissenschaftsoffizier Fallup Abner hat angeblich die manuelle Kontrolle über die Sonde übernommen, um eine Probe aus dem Mineralhaufen zu nehmen. Dies führte zu einer leichten Kollision zwischen Sonde und Mineralhaufen, durch die er vollständig auseinanderbrach. Die Besatzung fügt vorsichtig hinzu, dass diese Erfahrung Wissenschaftsoffizier Fallup Abner einigermaßen erschüttert hat und dass die Mineralsplitter immer noch recht wertvoll sein könnten. Oha. Seine Einzelteile entsprechen der Summe seiner Einzelteile. Okay, 1500. Geil, oder? Solche Fahrlässigkeit finde ich 500. Corporation inakzeptabel. Oh Gott. Was war jetzt was, Leute? Und jetzt zeigt mir an, was stur bringt und was sorglos bringt. Aber wir machen sorglos. Leute, wir machen sorglos. Okay. Systemausfälle. Meron Upknu kommt nicht umhin zu bemerken, dass eine ungewöhnlich große Anzahl auf den ersten Blick unbeschädigter Systeme in der Station mit übermäßiger Häufigkeit auszufallen scheint, selbst wenn man das Alter berücksichtigt. Nachdem Meron Upknu die Systeme zum x-ten Mal reaktiviert hat, ertönt der gequälte Schrei eines Technikers: Was? Warum? Wie? Die verzweifelten und ungläubigen Geräusche gehen noch eine ganze Weile weiter, bevor Meron Upknu den Kopf schüttelt. Es ist, als würde diese ganze Anlage nur mit Klebeband zusammengehalten werden, sagt er. Ich bin überrascht, dass sie überhaupt funktioniert. Okay, fahrt mit äußerster Vorsicht fort. Versucht's mal mit einem Tritt. Er enthält die Eigenschaft, was schlagender Instandhalter, okay. Erzielen eine schnellere Forschungsgeschwindigkeit in den Bereichen Archäologie und Informatik. Allerdings ist doch ihre maximale Fähigkeitsstufe um 1 reduziert. Komm, wir machen's. Dab drauf, Junge. Dab drauf. Was können wir hier sehen bei ihm? Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Diesen Dialog sehe ich gerade zum ersten Mal, seit wir das spielen. Ist ja geil. Also haben wir unsere Leute alle 4. Ja, voll. Voll geil. Könnte ich jetzt wahrscheinlich ihn aussuchen, dann würde er ausgraben, oder? Okay. So. Also Forschungsgeschwindigkeit Computers plus 20% in Archäologie plus 10%. Okay. Computer plus 20%. Haben wir gerade was mit Computer zum Forschen? Das muss man ja nutzen. Wir haben gerade nichts mit Computer. Leute, und also jetzt bitte. Wie wäre es, ja, wenn mir das Spiel automatisch sagen würde, weil es gibt halt so viele Sachen zu bedenken, ja, so viele Sachen zu bedenken. So zum Beispiel hier, bling bling, er passt, oder hier, passt nicht, aber ich hätte jetzt einen Wissenschaftler, würde sagen, okay, möchten Sie wechseln? Wäre das nicht gut? Ja, wär das nicht geil? Okay, was haben wir erforscht? Bergbaudrohnenlaser 10% und, gut, klasse. Hier haben wir jetzt noch Zerstörer und Korvette. Ihr werdet euch hier anschließen. Achso, okay, gut, genau. Nee, und den haben wir gesagt, möchten wir als Puffer lassen. Okay. Oh, Freunde, es ist soweit. Jetzt gucken wir, also wir können jetzt erstmal den Schaden durch die Orbitalbombardierung senken. Alles gut. Und was ist jetzt los? Die Annahme aller Anpassungsfähigkeit Traditionen gibt folgende Boni. Schaltet die Entscheidung planetare Bodenschätze suchen frei.
die es uns erlaubt, einmal nach einem zusätzlichen Rohstoffvorkommen auf unserem Planeten zu suchen. Gut. Freunde, stopp. Wir gehen nach Arrakis. Entscheidung. Nach Bodenschätzen suchen. Kostet einen ganzen Haufen Geld. Ein zufälliges planetarisches Merkmal. Ja, komm. Wir machen es einfach mal. Wir testen es jetzt. Das dauert jetzt wohl 180 Tage, oder? Oder? Stand da irgendwo, dass 180 Tage dauert? Habe ich das jetzt gelesen? Auf jeden Fall, das ist 180 Tage. Und dann sehen wir mal weiter. Jetzt, Moment, ich habe eine ganz andere Frage gerade. Der Caretaker. Ist der nicht unsterblich? Ja, Alter 728, unsterblich. Krass. Krass. Und jetzt haben wir hier aber noch zwei Gouverneure, für die wir auch Unterhalt zahlen. Ist ja witzig, warum haben wir noch zwei Gouverneure? Brauchen wir doch gar nicht. Ein S47. Dann machen wir. Ja, wir brauchen doch keinen Gouverneur, keinen weiteren Leute. Aber wir können ihn für Haneri eigentlich einsetzen. Dann. Ich sehe den Knopf nicht. Ich möchte einen Sektor erstellen. Den Haneri Prime Sektor, genau. Danke. Gut, der Haneri Sektor. Stopp. Okay, welchen Aufstiegsvorteil nehmen wir jetzt? Interstellare Herrschaft. Oh. Yeah. Kontrolle der Leere. Ich find's gar nicht so schlecht. Ja, es, ja, aber ich find's gar nicht so verkehrt. Weil mit einem Haufen Sternbasen, wir können außerdem noch zwei bauen. Ist, glaube ich, kein Fehler. Gemeinsame Vision. Ah. Mm. Ist nicht genau die gemeinsame Vision vielleicht das, was uns interessiert? Hm? Entfernung der Natur. Imperiales Vorrecht. Transzendentes Lernen. Oh ja. Regierungsethik plus 50% Anziehung. Nochmal gucken, bevor wir jetzt hier einen großen Fehler machen. Regierungsethik, wir sind xenophil, militaristisch und autoritär. Was seid ihr? Meine Free Thought Leute? Ihr seid egalitär. Ob du uns als spiritualistisch. Aber wir sind nicht spiritualistisch. Sind wir spiritualistisch? Habe ich gerade spiritualistisch gesehen? Nein, militaristisch. Leute, das machen wir, das merkt alles. Wir probieren, wir haben das noch nie gemacht. Wir werden das machen. Wir werden das jetzt machen, die gemeinsame Vision. Oh ja, Baby. Lasst uns mal ein bisschen was anderes machen. So, und dann werden wir Zufriedenheit schaffen und schüren. Und alles wird toll werden, ich sag's euch. Es wird so toll werden. Ich überlege gerade, wir müssten eigentlich uns hier Turalia holen. Als Number One. Recon Pass completed. Hm. Mumifizierter Pilot. Aha. Sozialforschung erlangt. Sehr gut. Science Division reports a new breakthrough. Was haben wir? Die Flottenkapazität plus 30. Leute. Terraforming-Stationen, Terraforming-Gase. Ermöglicht das Terraformen von Planeten. Krasse Sache. Komm, Leute, wir machen das mal. Wir ermöglichen uns mal das Terraformen von Science Division report success. Stopp. Und Haneri werden wir jetzt auch verbessern, Leute. Mineralien brauchen wir gerade nicht mehr so viele. Das brechen wir mal komplett ab. Flüchtige Teilchen. Verkaufen wir noch eins dazu. Legierungen. Würde ich mal gar keine verkaufen. Jetzt mal gucken, wie sich das gleich auswirken wird. Wir werden hier nämlich uns vorbereiten auf den Krieg gegen unsere Rivalen. Hier unten ändert sich jetzt aber irgendwie nichts. Doch, die Xeno haben jetzt 31, das ist gut. Jetzt, Moment. 1, 0.
Ja, aber die Freeforts, die sind schon heftige Jungs. Heftige Jungs. Gut, was werden wir jetzt hier erforschen? Alles gute Sachen. Forschungsalternativen plus 1 ist auch wichtig. Okay. Wir haben Credits. Dann können wir jetzt Legierungen ein paar kaufen. Wir kaufen mal nur 5. Ah, 5. Kostet uns 25 dann, gell? Kostet uns 25, der Spaß. So, wichtig ist, dass wir all unsere Klontanks am Laufen haben. Haben wir alle unsere Klontanks am Laufen? 5 von 5, gut. Das ist gut. Und dann werden wir ja auch demnächst sehen, was wir hier auf dem Planeten finden. Ja, ihr wisst schon. Was wir auf dem Planeten für Mineralien finden. Besatzungsquartiere. Dann bauen wir hier mal noch eine Schiffswerft hin. Und dann können wir noch eine Wissenschaftsstation bauen. Und da unten bin mir nicht sicher, was wir hier möchten. Ob wir was möchten, weil es uns alles halt alles auch Unterhalt kostet. Brauchen wir momentan nichts. Und da bauen wir mal 2 Verteidigungsplattformen hin, so machen wir das. Okay. Battle debris secured. So, Moment, hier haben wir jetzt ein Problem. Wir haben einen arbeitslosen Arbeiter. Was für einen Arbeitslosen? Von uns wird das einer sein. Ja, ein arbeitsloser Menschenarbeiter, das wollen wir natürlich auch nicht. Dann bauen wir hier einen Distrikt hin. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Oh, Moment. Arrakis wurde untersucht und hat erzveraderte Klippen zutage gebracht. Okay, was sind erzveraderte Klippen? Was sind erzveraderte Klippen mal 2? Maximale Bergbaudistrikte plus 1. Oh, Hammer. Aber gut, aber jetzt bringt uns ja... Ah doch, bringt uns sogar was. Wir haben einen Bergbaudistrikt mehr. Ja, krass. Leute, aber wir... Ja, müssen jetzt eigentlich nicht hier den Mega-Bergbaudistrikt bauen. Noch. Könnten eigentlich lieber Energy Credits bauen. Aber wisst ihr was? Dann bauen wir halt diesen Bergbaudistrikt. Was soll's? Okay, Leute, das war's. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.